In Bayern zogen am Sonntagabend heftige Gewitter über den Süden des Bundeslandes. Südöstlich von München zog gegen 17 Uhr eine schwere Unwetterfront in Richtung Nordosten. Starke Sturmböen ließen auf der B299 zahlreiche Bäume umstürzen. Starkregen verwandelte zahlreiche Bäche und Flüsse in reißende Ströme. Bei Neumarkt St. Veit konnte ein Bach den Wassermassen nicht standhalten und trat über die Ufer. Auch fluteten die Regenmassen zahlreiche Keller. Von vielen Feldern ergossen sich Sturzbäche in die Ortschaften und auf die Landstraßen. So auch unterhalb der B388. Hier musste die Straße komplett gesperrt werden, während die Feuerwehr anrückte, um das Wasser abzupumpen. In vielen Orten waren die Wehren seit dem Nachmittag im Dauereinsatz. Teilweise unterstützten auch Einheiten des Technischen Hilfswerks die Brandschützer. An einigen Orten fielen bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Hagel in Massen führten im Landkreis Lindau im Allgäu zu einer optischen Winterlandschaft. Straßen und Gärten waren komplett weiß und Hagelkörner lagen in Bergen aufgehäuft auf den Straßen.